Jetzt ist der letzte Wach hier in Klingenthal. Klingenthal ist aus dem Häuschen. Der Grund dafür heißt Karl Geiger. Schon im ersten Durchgang fliegt der 30-Jährige ganz nach vorn. 141 Meter, Platz 1 vorerst. Denn entscheidend ist ja Durchgang Nummer 2. Für den haben sich neben Karl Geiger auch die vier anderen deutschen Springer qualifiziert. Das ist Pius Paschke, Achter nach seinem ersten Sprung. Und Paschke legt noch einen drauf. 139,5 Meter. Damit ist er vorerst Zweiter hinter Manuel Fettner, dem Österreicher. Und jetzt Andreas Wellinger. 137,5 Meter in Durchgang 1. Und jetzt fliegt der noch weiter. Oh, jawohl! Super! Was macht der denn da draus? Ein unglaublicher Sprung von Andy Wellinger. Wo hat er den denn hergeholt? Andreas Wellinger auf 1, aber nur für kurze Zeit, denn direkt nach ihm folgt Gregor de Schwanden, der Schweizer. Starker Flug und auch er kommt auf 146,5 Meter, genau wie Wellinger. Aber de Schwanden übernimmt die Führung, denn auch Kos, Lanišek, Kraft und Kobayashi schaffen keine besseren Weiten. Jetzt kommt nur noch einer, Karl Geiger. Okay. Die Schwanden oder Geiger? Kein Zucker oben raus. Komm schon, noch ein Stück. Jawohl! Karl Geiger! Kann das schon wieder abrufen. Gute Verhältnisse, so ähnlich wie Gregor de Schwanden. 141,5 Meter, das muss reichen. Das muss reichen mit den entsprechenden Noten, die er bekommen wird. Klingenthal im Jubelrausch. Karl Geiger siegt vor de Schwanden und Andreas Wellinger. Zwei Deutsche also auf dem Podest. Vier unter den Top Ten. Martin Hamann wird 27. Pius Paschke 8. Stefan Laie auf Rang 10. Und Karl Geiger siegt zum zweiten Mal an diesem Wochenende in Klingenthal.